Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben bei dem Oppo Reno 8 Lite 5G natürlich auch wieder die Möglichkeit, einen Fingerabdruck einzurichten, um damit zum Beispiel unser Display zu entsperren. Das ist auch das, was wir jetzt einmal machen wollen. Wir richten den Fingerabdruck ein. Wir haben ja hier einen Innendisplay-Touch-Sensor sozusagen, also nicht auf der Ein-Ausschalt-Taste und wie das Ganze da aussieht und funktioniert. Das in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir einen Fingerabdruck einrichten bei unserem Oppo Reno 8 Lite 5G. Das Handy hat ja einen Fingerabdrucksensor und zwar nicht hier an der Ein-Ausschalt-Taste, falls ihr das von einem vorigen Handy vielleicht gewohnt seid, sondern wir haben hier In-Display-Touch. Das heißt, einfach hier irgendwo auf dem Display ist dann dieser Fingerabdrucksensor. Aktuell ist es so, dass wir keinen Fingerabdruck eingerichtet haben. Das heißt, wenn ich mein Gerät sperre und entsperre, wische ich hoch und habe hier meine PIN, die ich vergeben habe. Die gebe ich ein. Und dann ist mein Gerät entsperrt. Jetzt ist natürlich über den Fingerabdruck eine viel sichere Sache, was das angeht, falls einmal jemand über die Schulter guckt. Wer einem über die Schulter guckt, kann recht schnell erkennen, welche PIN man da eingibt oder wie auch immer. Und beim Fingerabdruck bringt es einem nichts, wenn man da über die Schulter schaut, denn ja, den kann man sich ja schlecht abgucken. Wir gehen jetzt mal in die Einstellung und finden dann, wenn wir hier oben so ankommen, ein bisschen runtergescrollt, hier den Punkt Passwort und Sicherheit. Den wählen wir aus und so sieht das Ganze hier beim Reno 8 Lite 5G dann aus. Wir haben hier diese vier Schalttafeln. Wir sehen, Sperrbildschirm Passwort ist aktiv. Das ist die PIN, die wir gerade eingegeben haben. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze mit dem Gesicht zu entsperren. Halte ich nicht für sonderlich sicher. Und hier haben wir dann den Fingerabdruck. Wie wir sehen, ist der aus. Ich wähle den einmal an und muss jetzt, um einen Fingerabdruck eingeben zu können, aus Sicherheitsgründen hier einmal mein Passwort eingeben, beziehungsweise meine PIN. Das mache ich einmal und okay, ein Drittanbieter Bildschirmschutz kann den Prozess der Fingerabdruckerkennung beeinträchtigen. Das heißt immer, dass wenn ihr hier eine andere Folie aufzieht, die vielleicht nicht ganz herkömmlich oder wie auch immer ist, kann es eben sein, dass es Probleme gibt mit diesem In-Display-Touch. Das habt ihr natürlich nicht, wenn ihr ein Handy habt, wo hier außen der Fingerabdrucksensor ist oder gibt ihr auch auf der Rückseite. Aber hier ist es eben so. Okay, haben wir gesehen, haben wir gecheckt und jetzt legen wir einfach unseren Finger auf. Da oben steht es ja auch, legen Sie Ihren Finger auf den Sensor und dann machen wir das doch mal. Hier unten ist dieser Sensor, wie wir sehen, und dann drücke ich da jetzt ein paar Mal drauf rum und dann sehe ich da oben, dass sich so langsam das Graue oder die grauen Linien zu grün umwandeln, je mehr er von meinem Fingerabdruck praktisch erkennt. Deswegen immer auch mal so ein bisschen anders drauflegen. Nachher, wenn ihr entsperrt, legt ihr den ja auch nicht immer unbedingt in der gleichen Position drauf. Dafür ist das Ganze hier eben so gemacht. Und wenn ich dann irgendwann fertig bin, nämlich jetzt, dann kommt hier unten auch fertig. Alles grün, alles schick. Jetzt kann ich hier direkt einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen. Das steht da drunter. Oder einfach sagen, fertig. Einer reicht mir erstmal. Wir empfehlen Ihnen, auch Ihr Gesicht zu registrieren und Entsperren über Gesichtserkennung zu verwenden. Ja, wie gesagt, ihr habt hier eine einfache Kamera hier vorne und auch nur eine, die im Prinzip keine Tiefen misst. Deswegen kann man dieses Gesichtserkennen auch mit einem Foto praktisch überlisten. Halte ich nicht für sonderlich sicher. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein. Hier geht es ja auch nur um den Fingerabdruck. Und da sage ich jetzt mal abbrechen. Und ja, Fingerabdruck ist eingerichtet. Ich sehe hier oben Finger 1. Wenn ich da drauf klicke, kann ich den, glaube ich, auch noch umbenennen. Achso, hier über die drei Punkte dann. Umbenennen oder löschen. Umbenennen ist jetzt nicht unbedingt wichtig und löschen will ich ihn auch nicht. Also bin ich soweit fertig. Wie gesagt, hier kann ich dann noch weitere hinzufügen. Aber wir probieren das jetzt mal mit unserem Däumchen aus. Beziehungsweise mit dem Zeigefinger habe ich das ja gemacht. Und jetzt sehe ich auch, wenn ich das Gerät entsperren möchte, dass ich dann hier meinen Fingerabdrucksensor habe. Habe ich doch den, ich habe den Daumen genommen. Okay, hatte ich gerade schon wieder vergessen. Also, mit dem Daumen funktioniert es dann auch, wenn man den entsprechend einspeichert. Zack, und zwar recht schnell und zuverlässig. Ihr braucht, glaube ich, auch nur, guck mal, das Gerät einmal so anliften. Ihr braucht gar nicht auf die Taste zu drücken. Dann taucht da dieser Fingerabdrucksensor auf, um euch zu zeigen, wo ihr den hinlegen müsst. Und dann kriegt ihr euer Gerät direkt freigeschaltet. Also eine ziemlich praktische Sache. Und Fingerabdruck hinzufügen kann ich nur empfehlen, einfach ein paar mehr einzuspeichern. Kann ja nämlich sein, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ihr das eine Creme auf der rechten Hand habt, wo ihr vielleicht euren Fingerabdrucksensor gerade oder den mit bedient. Dann wäre es natürlich schlau, eben auch noch einen alternativen Finger zu wählen. Und gerade für den Fall, dass das Gerät auf dem Tisch liegt, deswegen war ich eben auch irritiert, weil wir da normalerweise immer unseren Zeigefinger nutzen. Einfach weil es von der Umstände eben mit dem Daumen, da muss man den so, die Hand so hochbiegen. Da ist es dann eben hilfreich, auch einen Finger zu verwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man hier hinzufügen kann, das könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht kann man 5 oder tatsächlich alle 10 einprogrammieren und ja, man kann natürlich auch einer zweiten Person den Zugriff so auf sein Handy ermöglichen, wenn man sagt, keine Ahnung, Freundin, Freund darf auch drauf zugreifen, dann kann die oder der natürlich auch ihren oder seinen Fingerabdruck hier eben mit einspeichern. Ist wahrscheinlich seltener der Fall, normalerweise benutzt man ein Handy ja alleine,
an und dann habt ihr eben, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Finger hier einzuprogrammieren. Das war's zum Thema Fingerabdruck einrichten beim Oppo Reno 8 Lite 5G. Ich hoffe, für euch war das hilfreich und hat euch gefallen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Tutorial. Bis dahin, tschüss!